Ich will dir einfach nur wehtun, weißt du das? Ich will dir wirklich einfach nur wehtun. Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge von Wenn ich du wäre. Und das ist tatsächlich die Folge von Wenn ich du wäre, bevor es für Lukas und mich nach Mailand geht. Falls ihr wissen wollt, warum ich mit Lukas wegfliegen muss. Ich freue mich immer noch so, ne? Ja, Lukas, ich werde es dir in der Folge alles heimzahlen. Geil! So, Lukas, ich habe für heute mehrere Aufgaben gewählt, die für dich sichtlich unangenehm werden tatsächlich. Ich weiß, dass du oben bei dir eine Playstation hast, Lukas. Nein, habe ich nicht. Ich habe eine Playstation, aber nicht hier oben. Gut, wie dem auch sei, Lukas, du hast irgendwo einen Playstation-Controller. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich erstmal richtig schön einen richtig nicen Playstation-Controller richtig schön mal ins Maul stopfen. Einfach mal richtig schön in den Mund das Ding, bis zur Hälfte, so weit du kannst. Ich habe den noch nicht ausgepackt. Das ist vollkommen okay, dann pack ihn jetzt bitte aus und steck ihn direkt in den Mund, ja? Digga, das ist ein nagelneuer Controller. Ganz genau. Sinn. Es wäre natürlich geiler gewesen, wenn er dreckig wäre, aber ein nagelneuer Controller. Vielleicht sind da irgendwelche giftigen Pestizide oder sonst was dran. Gönn dir das mal rein, Lukas. Gesunde Ernährung ist wichtig und gerade PlayStation-Controller kommen unglaublich gut an. Jeden das Seine. Ey, den kann man nicht kaputt machen, Alter. Der ist Gold. Oh. Den habe ich vom PlayStation geschenkt bekommen und ich schwöre auf mein Leben, ich habe den noch nicht einmal in der Hand gehabt. Digga, sieht so fresh aus. Du sollst ihn auch nicht in die Hand nehmen, sondern in den Mund. Ja, wie soll ich den denn in den Mund nehmen? Guck mal, wie groß der ist. Lukas, bitte in den PlayStation-Controller jetzt in den Mund, dann springen wir raus bei Pleasant Park. Kommst du? Okay. Boom. Ja, wow. Lukas, wir müssen rausspringen. Oh Gott, das ist wieder stressig mit ihm. Ja, wie soll ich das machen? Digga, weißt du, wie groß ein PlayStation-Controller ist? Ich hab hier einen liegen, Alter. Nimm den jetzt in den Mund, verdammt nochmal. Dann zeig mal vor der Kamera, wie das geht. Lukas, du nimmst den einfach in den Mund längst. Du nimmst den längst in den Mund und mach. Kriegst du ja wohl hin, Lukas. Nimm jetzt diesen PlayStation-Controller in den Mund. Ich diskutiere jetzt nicht mit dir. Ja, was? Ja, ich hab... Gut, dann landen wir hier vorne, Lukas, und du bist mit der Aufgabe dran. Lass den ruhig noch ein bisschen im Maul, das passt. Was? Du kommst gar nicht so weit? Ja. Oh, belastend. Alter, ich mach den kaputt mit der ganzen Sache, bitte. Der ist Gold. Brücke. Oh, Junge, Alter, stirb doch endlich, Mann. Oh, Leute, hier oben ist noch einer, Lukas. Komm mal zu mir. Oben, da. Ja, er wird mich jetzt finishen. Ja. Sorry. Wie kann man so bad sein in dem Game? Nimm meine Karte und verpiss dich weg mit dem Impulsnetz. Du bist tot, ich will ihn jetzt raus. Du kriegst das doch niemals hin, Alter. Wer denkt, ich wäre so der übelste Bot? Gut, geh nach vorne zum Revive-Van. Rechts von dir ist der. Ja, so viel dazu. Ey, Junge, ich zock seit Tagen nur noch Minecraft, ne? Ja, besser ist es. Am besten baust du ja alles ab, damit die Gegner auch ganz genau sehen, dass du hier gerade bist. Ganz genau. Das überlege ich mir jetzt aber. Du bist so ein verfickter Bot, wie kann man so bad sein? Alter, guck's dir an. Du wirfst einfach irgendwo Granaten hin, wo du denkst, dass der Gegner, der ist nicht mal ansatzweise. Oh mein Gott! Wie kann man so schlecht sein? Wie kann man so schlecht sein? Lukas! Das war das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Ja, Alter, Junge! Du bist dran. 1 gegen 1 oder was, hä? Du bist dran. Willst du 1 gegen 1 oder was? Du bist dran. Was der hier für Push raushaut, Digga. Baby? Ja. Wenn ich du wäre, poste jetzt mal auf Instagram mit deiner Story. Ich habe gerade ein 1 gegen 1 gegen Gewalt gemacht und ich habe verloren. You know how it works. Hey Leute, ich habe gerade gegen Gewalt 1 gegen 1 gespielt und tatsächlich verloren. Ja. Das war. Hey Leute, ich hab grad gegen Lukas. Ja, ha? Ich will dir einfach nur wehtun, weißt du das? Ich will dir wirklich einfach nur wehtun. Hast du zufällig noch, Lukas, das Wasser? Warte, das können wir ja dann in unserem gemeinsamen Urlaub. Es ist kein Urlaub, du verstehst es immer noch nicht, oder? Hast du das Wasser eigentlich noch da, was du eben. Nee, hab ich nicht mehr da. Lukas. Okay, krass. Okay, ich hab's noch da, ich hab's noch da. Gut, Lukas, wenn ich du wäre, du würde ich das endlich. Nein, doch. Nein. Lukas, wenn ich du wäre. Nein, der war meine würde Füße ich, drin. Ganz genau. Wenn ich du wäre, würde ich jedes Mal, wenn ich Bombe sage, Lukas, ein kleines Schlückchen vom Wasser trinken. Nein, ey, das ist übertrieben. Ich schwör's, das. Bombe. Wirklich übertrieben. Bombe. Lukas, deine Füßchen sind doch sicherlich gesäubert und gewaschen, oder? Nee, ey, auf korrekt, da ist ein Fussel drin. Bombe. Da sind Alter. Fussel drin. Ich trinke jetzt einmal davon. Aber einen großen Schluck. Zeig erstmal kurz in die Kamera, damit ihr mir das auch glaubt, dass da Fussel drin sind, Alter. Wenn man ganz genau hinguckt, da schwimmt Fussel. Ich sehe gar nichts. Und das sind halt noch Eiswürfel, Leute, nicht wundern. Schmeckt's oder nicht? Ich hab's noch nicht. Kann das nicht. Alles in Ordnung, oder? Bruder! Hat nicht so geschmeckt, sagst du. Boah, das wirst du bitter bereuen, Digga. So ein gutes Fußwasser. Das ist geil, so bereuen, Digga. Ich das wirst du so bereuen. Ey, hast du mir den jetzt geklaut? Nö, den anderen aber. Revi? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich, wenn wir nach Mailand fahren, das kannst du jetzt ja hier einblenden, meine Socke in den Mund nehmen. Klaro. Machen wir. Ja, machen wir. Okay, dann film ab, Digga. Upsi. Ja, diese Müllschrotflinte, Alter!
ist Müll! 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 Bleib doch mal ruhig! Müll! Junge, das ist so Müll, Alter! Wie kann so ein Ding 14 Schaden machen, Alter? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt öffentlich einen Post auf Twitter schreiben, dass Fortnite das letzte Müllgame geworden ist. Nein, ey, wir folgen da die Leute von Fortnite. Ganz genau das machst du jetzt. Ich mach echt, ich buddel mich gerne ein, ich trinke mein eigenes Fußwasser, Digga, aber das ist zu hart. Lukas, wenn ich du wäre, gehst du jetzt auf Klo, steckst deinen Fuß da rein, spülst dreimal ab. Ja, okay. Geh bitte. Endlich. Lukas, dein Toilettenwasser wird ja wohl sauber sein oder ist da noch Kacke von deiner Freundin drin? Nee, wenn du das sagst. Gehen wir mal kurz, ne? Warte. So, Junge, das gibt so eine Rache, Alter. Oh, Junge, Alter, kannst du endlich vom Klo wiederkommen? Das gibt so eine Rache, Junge. So, da bin ich wieder. Sehr schön, Lukas. War eine angenehme Fußwäsche. Aber Revi. Ja. Du kannst dir jetzt auslösen. Es gibt dir zwei Optionen. Aber es wird nicht schön. Es wird nicht schön. Das tut mir echt schon leid. Revi, wenn ich du wäre, würde ich entweder einmal deinen Kopf in die Kloschüssel und abspülen oder... Ich würde mir einfach mal ein Glas Wasser aus dem Klo genehmigen. Ich sag so, ich werde keins der beiden Sachen machen. Okay, ich mach's nicht. Ja, dann krieg ich, ich bleib dabei. Ja, gut, passt. Zwei Aufgaben, Digga. Wenn ich du wäre, machen wir mal hier eine Stani-Aufgabe. Würde ich einfach mal nach der Runde mir mal einen Skin meiner Wahl kaufen und schenken. Mhm. Mal locker. Und als zweite Aufgabe, ich muss jetzt irgendwas krass machen. Ich muss gerade meinen Fuß in ein Klo stecken. Bro, wirklich? Wie oft hast du das schon gemacht vorher? Was? Dein Klo in die Toilette gesteckt. Klo in die Toilette gesteckt? Genau. Du hast mich schon richtig verstanden. Hä? Digga, ich hab schon wieder absolut keinen Loot. Auch schön, dass du wartest und einfach am Anfang rausspringst, obwohl ich AFK bin. Ja. Deswegen, Revi, wenn ich du wäre und ich dich jetzt gleich sehe, würde ich mir alle deine Waffen einmal choppen und deine komplette Munition, sodass du quasi nichts hast und ich alles. Gut, dann Lukas, wenn ich du wäre, würde ich sagen, sehen wir uns die ganze Runde nicht. Weißt du Bescheid. Das ist hart, nein. Ey, das behindert. Lukas? Ja, ha? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt tatsächlich kurz mal deine Mutter anrufen. Ich sag das jetzt ganz ruhig, Lukas, ja? Mhm. Bin tief und entspannt dabei. Ja, und dann? Und ihr sagen, dass es dir wirklich von Herzen leid tut, dass du geboren worden bist. Du entschuldigst dich quasi für deine eigene Geburt. Und sagst, Mama, es tut mir leid, dass ich dein Leben versaut habe. Das ist zu hart. Es ist einfach nur ehrlich, würde ich sagen, oder? Es ist einfach nur cool von dir als Sohn, dass du deiner Mutter das eingestehst. Was ist denn daran cool? Für deine Mutter ist doch super, dann weißt du wenigstens, dass du auch an sie denkst und nicht nur an dich. Meine Mutter ist aber arbeiten. Dann ruf deinen Vater an. Es ist... Ich lieb's einfach, wenn du mit deinen Eltern ein bisschen telefonierst, Mann. Hi, Papa. Hi, Lukas. Ich wollte nur gerade sagen, tut mir leid, dass ich geboren wurde, ne? Tut mir leid, dass ich geboren wurde. Ja, ja. Ja, super, hätten wir das geklärt. Lukas, eine Sache noch. Würdest du ihn mal ganz kurz nach 200 Euro fragen? Kannst du mir 200 Euro geben? Ja. Für Ja, dann fahr's mit. Okay. Was? Okay, ja, tschüss. Stark. Tschüss. Nee. Ja, danke. Ciao. Ja, das waren jetzt mehrere Aufgaben, ne? Nein, das hast du ja freiwillig gemacht. Ich habe nicht gesagt, wenn ich du wäre. Du hast es einfach wahrscheinlich, gemacht. Wahrscheinlich freiwillig. Oh, ist ein Roboter hinter dir, ne? Ja. Hey, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Dann gib mir sofort deine Waffen. Auf Wiedersehen. Okay, Revi? Ja. Wenn ich du wäre, komm zu mir. Das ist kein Problem für mich. Ja, Lukas. Waffentoppen, ne? Wollte ich nur nochmal ändern. Lukas, wenn ich du wäre, die Waffen behalte ich an der Stelle. Nö, das geht nicht. Und wir haben eben ja schon eine Aufgabe es gemacht, ist schon Lukas. Die Aufgabe. Oder komm ich aber nicht zu dir? Gut. Ja, okay, dann darf ich noch eine Aufgabe. Mach ich. Ich komme nicht zu dir. Wenn ich du wäre, würde ich mal kurz aufstehen. Ja. Vor meinem Schreibtisch einfach mal deinen Namen tanzen. R-B-B-I. Cool. Das war nicht dein Kanal heißt anders. Ah, ich heiße jetzt Revi, ich hab den... Nein, du heißt Revin Zeit, los. N-S-I-D-E. Und das heißt? Revin Zeit. Yeah. Lukas? Ja, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz bei der örtlichen Telefonauskunft anrufen und richtig laut in den Hörer schreien und nachfragen, ob sie dich genauso leise hören, wie du dich selber auch hörst. Also halt schön laut das so. Hören Sie mich! Hallo, hören Sie mich! Ja? Einfach nur die ganze Zeit schreien, hören Sie mich und dann auflegen. Du willst testen, ob dein Hörer funktioniert. Guten Tag, Ihre Auskunft 11880. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Hallo? Ja, ich höre Sie. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Hören Sie mich denn laut oder leise? Ich höre Sie eigentlich gut. Weil ich höre Sie ganz leise. Tut mir Hallo? Leid, ja. Reparaturdienst, Telefon. Reparaturdienst für mein Telefon. Digga, die denkt doch... Ja? Das ist eine kostenfreie Service-Rufnummer bei Selbstanwalt. Schrei nochmal richtig. Hallo? Hallo?
Danke! Hey, hallo? Funktioniert das Telefon jetzt wieder oder nicht? Da muss ich mal beim Apple anrufen. Woo! Und ausloggen. So, Lukas. Schon aus vorne raus, oder? Ich bin schon raus, ja. Ich habe auch keinen Bock mehr auf das Game, weil es mich absolut ankotzt. Lukas, wenn ich du wäre, ja? Ich hätte gern eine Iced-Out-Chain. Nö. Wenn ich du wäre, Lukas, kaufst du mir einfach bitte eine Iced-Out-Cuban-Link. So Folge, jetzt übertreib's nicht, Alter. Wenn ich du wäre, kaufst du mir bitte eine Iced-Out-Cuban-Link-Chain. Grüße gehen raus an der Stelle. Mal, wie toll die sind. Justin. Digga, du kriegst keine Iced-Out-Kette und. Ich sehe gerade Amazon. 29 Euro. Nice. Auf keinen Fall, wenn das Fake-Diamanten sind, Digga, bin ich raus. Nur, dass du es weißt, ne, Lukas? Wahrscheinlich echte Diamanten, Bruder. Ja, bitte? Ich mach das auf korrekt, aber wenn wir in Mailand sind und ich die Aufgaben gebe, dann darfst du nicht Nein sagen. Versprech mir das. Dann kriegst du, ich schwöre, du kriegst echte Eis. Okay, ja gut, mach. Wort ist Wort, Digga. Verarsch mich nicht. Wort ist Wort. Ja, okay, komm, passt. Hau rein. Okay, tschüss. Mach's gut, Leute. Ich freue mich auf die Kette. Ciao, ciao. Ciao. Hier der Clip, wie ich meine Kette das erste Mal trage.